Exakt ein halbes Jahrhundert nach den Olympischen Spielen 1972 finden vom 11. bis 21. August die European Championships in München statt. Das größte Sportevent oder Multisportevent seither in der Landeshauptstadt von Bayern. Mit dabei auch unsere Lieblingssportart bei GCN, der Radsport. Und wir schauen uns mal im Vorfeld die Strecke des Männerrennens im Alpenvorland genauer an. Ich stehe jetzt hier in Murnau in der Fußgängerzone, wo am 14. August um 10.15 Uhr der Startschuss der Herren fällt. Neben dem Straßenrennen finden auch übrigens Triathlon-Wettkämpfe, Bahnradsport und Mountainbike und BMX im Olympiapark statt. Und weil eine Streckenbesichtigung alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich hier tatkräftige Unterstützung vom Wahlbayer, Tour de France Etappensieger und Teilnehmer an Welt- und Europameisterschaften, Markus Burkhardt. Servus. Guten Morgen, servus. Ich freue mich mit dir, die Strecke abzufahren. Hier geht es ja ein bisschen über Pflaster noch entspannt los, aber nachher wird es richtig knackig. Kennst du die Strecke ein bisschen? Genau, also die Strecke kenne ich. Hier werden es noch ruhig fahren, aber dann wird es wirklich zu einem rasanten und schnellen Start kommen. Ich denke, das ist ein gutes Stichwort. Wir schauen jetzt mal, wie die Strecke so aussieht und rollen da raus. Ah. Vom Start aus verläuft die über 209,4 Kilometer lange Strecke durch das Voralpenland. Der Parcours führt das Männerfeld über den Kesselberg, vorbei am Walchensee, durch die Jauchenau, Bad Tölz, Eurasburg zum Starnberger See und über die Olympiastraße in die Münchner Innenstadt. So Markus, wir sind jetzt hier locker rausgerollt. Die Strecke, wenn man sich das Profil anschaut, hat ja nicht so viele Schwierigkeiten. 209 Kilometer lang. Was meinst du, was wird bis hier jetzt passiert sein im Rennen? Ich denke mal, hast du ja gesehen, es ist so wie hier eine breite Straße gewesen. Ja. Von daher ist es recht schwierig für die Sprinterteams, das schnell zu kontrollieren und die Straße zuzumachen. Also es könnte schon passieren, dass hier noch das Feld geschlossen herkommt. Ja, und jetzt geht es ja natürlich schon in den ersten Anstieg rein, den Kesselberg. Der ist 4,5 Kilometer lang. Die Steigung habe ich so mit 5% gelesen. Reicht das, um schon irgendeinen Sprinter abzuhängen? Kommt drauf an, wie schnell gefahren wird. Aber bei der Länge, wenn richtig schnell unten reingefahren wird, kann es schon passieren, dass der eine oder andere Sprinter zumindest in Probleme kommt. Aber okay. Abgehangen wird nicht, aber es könnte schon schwer werden für die Sprinter. Ich würde sagen, wir schauen uns ganz in Ruhe den Anstieg an. Später ist noch was Steileres und da überlegen wir uns noch was, damit die Zuschauer sich auch mal gegen uns messen können, oder? Ja, jeden Fall. Alles klar. Ah, jetzt haben wir den Gipfel erreicht. Ja. Also ich muss sagen, schon Rollerberg, oder? Ja, absolut. Also ich muss meine Meinung auf alle Fälle revidieren, was ihr unten gesagt habt. Der Berg ist jetzt doch nicht so schwer, wie ich es vermutet habe. Also wenn es der Sprinter da schon Probleme hast, dann wirst du kaum Europameister. Ja, mit dem Fazit würde ich sagen, fahren wir runter an den Walchensee und schauen mal an, wie die Strecke weiter verläuft. Hi. Dafür haben die Fahrer, die hier schon abgehängt wurden, vielleicht ein Auge für die malerische Szenerie am Walchensee. Vom höchsten Punkt der Strecke geht es 3-4 Serpentinen runter ans Seeufer. Von dort aus geht es durch einige Galerien weiter entlang des Sees auf gut ausgebauten Straßen. Bei Kilometer 37 biegen die Fahrer dann links ab auf die schmale Mautstraße. So Markus, wir sind jetzt endlich mal von der großen Straße runter. Was meinst du, steht jetzt hier endlich die Gruppe und dann machen die großen Teams die Straße dicht? Oder gibt es hier wieder welche, die so vorbeifahren? Ja, also wenn es bis hierher nicht geklappt wäre, ich denke, hier ist die Straße ist ja so schmal, dass sie hier die Straße dann vorn blockieren können. Mei, Feile wird da der eine oder andere rutscht dann vielleicht noch an der Seite durch, aber eigentlich sollte es dann hier endgültig die Gruppe stehen. Ja, und weiterhin das Seepanorama neben uns. Ich denke, das ist auch der optimale Ort für eine Pinkelpause. Wir fahren aber weiter. Und schau mal, dass wir in der nächsten größten Stadt in Bad Tölz was zu essen finden, oder? Und dann Kaffee vielleicht. Kaffee klingt auch gut. Ja, alles klar. Anschließend führt uns die Strecke durch die Ortschaft Jachenau weiter, vorbei an postkartenreifem Alpenpanorama an die Isar nach Bad Tölz. So Markus, wir sind ja bisher nur kleine Sträßchen gefahren fast und jetzt sind wir in der ersten größeren Stadt in Bad Tölz und hier geht's ein Highlight.
durch die Fußgängerzone mit Kopfsteinpflaster an. Was erinnert dich das hier? Es erinnert mich ein bisschen an die steile Wand von Meran. Es sieht fast genauso aus wie hier in Bad Tölz. Ja, auf jeden Fall werden die Profis hier durchfahren dürfen. Wir müssen schieben, weil es eine Fußgängerzone ist. Auf jeden Fall lohnt es sich, hier vorbeizukommen, oder? Um die Jungs anzufeuern, weil ganz so schnell fahren sie auch nicht, ne? Na, und dem, wo das gefällt, der die Strecke auch nachgefahren ist, ist es auch ideal, um hier für einen Kaffee anzuhalten. Ja, schöne Cafés. Alles klar, du hast gesagt, du hast Hunger. Wir holen uns einen Kaffee und essen ein bisschen was. Das machen wir jetzt. So, Markus, wir sind jetzt gut gestärkt nach Bad Tölz. Aber bevor die Profis ihre Verpflegungszone erreichen, wartet noch ein richtiger Hammer, oder? Hier in Eurasburg. Ja, es ist aber ein Anstieg hoch in Eurasburg. Und wir können ja mal schauen, ob du nicht vielleicht deinen Kom holen kannst. Ich? Boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber wir werden auf jeden Fall beide eine Zeit setzen. Und dann sagen wir oben, welche Zeit wir erreicht haben. Und ob die Zuschauer, die Strecke nachfahren, vielleicht schneller erreichen. Und ja, wir schalten schon mal das kleine Kettenblatt. Dann ist über 20%, habe ich gelesen. Ja, also es ist ein richtiger Berg. Und sollte aber für die Fahrer eigentlich kein Problem sein, weil die Gruppe sollte da hier schon stehen. Hinten wird man am Renntag nachführen. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass die Rennfahrer da All-Out hochfahren werden. Ich glaube, wir sehen zwar nicht so aus wie Vingegaard und Pogacar, aber fühlt sich genauso schnell an. Ja. Aber den habe ich definitiv unterschätzt. Oh. Ah, da oben ist das Ortschild. Ja. Bis dahin noch. Direkt der Bank zum Ausruhen. Ich glaube, das bleibt den Profis nicht, oder? Nee, mit Sicherheit nicht. Was hältst du von dem Anstieg? Also ich ist schon schwer, gell? Also habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Der zwickt in die Wadde. Was würdest du sagen als Sprinter? Lieber vorne rein und hinten raus, ne? Ganz genau, dann ein bisschen sacken lassen, um nicht ganz in den roten Bereich reinzukommen und dann über die Kuppe das letzte Ende vom Feld erwischen. Ich habe jetzt nicht ganz genau gesehen, welche Zeit wir hatten. Ich würde sagen, die Zuschauer sollen jetzt mal schätzen, wie lange wir gebraucht haben. Und die Auflösung jetzt am Ende. Genau. Bevor es an den Starnberger See geht, fahren wir durch die kleine Ortschaft Degerndorf. Der erste Punkt, an dem sich die Damen- und Herrenstrecke kreuzen. Die Frauen fahren übrigens von Landsberg am Lech, am Ammersee und am Starnberger See nach Wolfratshausen über den Wolfratshausener Berg auf die Landstraße B11 nach München. Die Profistrecke ging jetzt ja am Starnberger See vorbei, aber so richtig einen See habe ich nicht gesehen. Aber zum Glück habe ich mit dir ja jemanden dabei, der dann doch noch weiß, wie man den Seeblick erhaschen kann. Ja, ich denke auch, wenn wir schon an Starnberger See entlangfahren, dann sollten wir auch direkt an den See kommen. Und die Zeit sollte uns gegönnt sein. Ja, vielen Dank. Ich denke mal, die Profis werden jetzt kurz vor München in die Verfolgungsarbeit gehen, richtig Gas geben. Und dann sage ich, sehen wir uns das nächste Mal auf den Schlussrunden an der Theresienwiese, oder? Ganz genau, ja. Aber Füße halten wir noch mal rein, oder? Auf jeden Fall. Das rein. Ausreißergruppe. Wärst du zu früh, die jetzt schon einzuholen? Oder? Nee, lass mal noch ein bisschen auf Distanz. Wir sind ja noch nicht mal in München. Wir haben noch 20 Kilometer bis München. Lass mal lieber noch ein bisschen an der langen Leine und holen uns in der letzten Runde Homos am besten zurück. So machen wir es. Er geht aber noch mal ein Unterlenker. Er geht tief. Ja, den lassen wir zappeln. So, endlich in der Landeshauptstadt München angekommen. Hier geht's auf den Schlusskurs auf der Theresienwiese. Rechts wird schon das Oktoberfest aufgebaut. Hier ist die Bavaria. Und wie geht's jetzt für die Sportler weiter? Also im Damenrennen fahren die Frauen 2 Runden und die Herren absolvieren 5-mal den Rundkurs. Ich habe mir den Rundkurs auch ganz genau angeschaut. Also die Sportler und Sportlerinnen fahren dann jetzt hier hoch Richtung Friedensengel, da einmal rum, dann runter wieder über die Isar, rechts Richtung Siegestor. Und dann einmal ums Siegestor rum und dann geht es auf die 1 Kilometer lange Zielgerade am Odeonsplatz. Da fahren wir jetzt schnell hin und schauen uns die Zielgerade mal genauer an. So,
Tobi, die Ankunft ist nicht Champs-Élysées, aber sie kann es mit Sicherheit auch mit jeder anderen Ankunft auf dieser Welt aufnehmen. Wenn das einer sagen kann, dann du, Markus. Du bist wirklich schon alle Zielgeraden dieser Welt wahrscheinlich gefahren. Ja, in dieser Kulisse hier am Odeonsplatz wird der Europameister, die Europameisterin sich feiern lassen. Und das Zielfoto, das würde ich mir auch am liebsten zu Hause einrahmen. Bevor wir jetzt das Fazit machen, würde ich sagen, fahren wir in den Biergarten und lassen nochmal alles Revue passieren. Ja, passt. So, Markus, endlich hier im Biergarten angekommen, am chinesischen Turm. Das Bier steht vor uns. Deins ist irgendwie ein bisschen kleiner als meins. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, vielen Dank, dass du dir den ganzen Tag die Zeit genommen hast, mit mir die Strecke abzufahren. Ich hatte mega Spaß und will jetzt gerne deine Eindrücke vom Streckencheck wissen. Also ich denke, die Strecke ist jetzt nicht wahnsinnig anspruchsvoll. Es ist von Start bis Ziel oder bis zur Zielrunde eigentlich straightforward. Dann ist eine schöne Zielrunde. Aber ich glaube, landschaftlich kann die Strecke mit Sicherheit mit ganz vielen Rennen mithalten, weil das ist wirklich absoluter Hochgenuss. Ich hoffe, die Rennfahrer sehen das auch. Die Seen und das Voralpenlandgebiet, das ist wirklich à la bonheur. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich bin auch lange nicht mehr so eine schöne Strecke gefahren. Wir haben auch noch zwischendurch mal einen steilen Anstieg dabei. Also es ist wirklich irgendwie alles dabei, aber am Ende wird es wahrscheinlich an die Nation gehen, die einen starken Sprinter mitnehmen, oder? Weil ja, also es wird mit Sicherheit wird es eine Sprinterrennen. Wer ist da ganz vorn? Das ist Italien, das ist Belgien, das ist Holland und das ist hoffentlich auch Deutschland. Ja, aus Schweizer Sicht könnten wir sagen, dass sie im Zeitfahren vielleicht wieder zuschlagen können. Marlin Reusser und Stefan Küng verteidigen ihren Titel. Aber sonst denke ich, wird die Strecke für sich sprechen und es gibt Möglichkeiten, hier in München sich das anzuschauen oder selber nachzufahren und das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich kann nur mal Danke sagen und würde sagen, wir genießen jetzt hier unser kühles Helles und schließen damit ab. Und jetzt noch die Frage an die Zuschauer. Was haltet ihr von der Strecke? Habt ihr vor, hier zu den Europameisterschaften nach München zu kommen oder guckt ihr euch das im TV an? Habt ihr vor, die Strecke nachzufahren? Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Oder was eure Vorausschau ist, wer das Rennen gewinnen könnte bei den Männern und bei den Frauen, lasst uns das in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns auch bald im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Prost.